Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast Whistleblower. Ich habe enorm viel Bock heute. Da habe ich Kai, meine beste Skype-Bekanntschaft, mich mal wieder schön gespoilert hat. Vielen Dank nochmal an dir. Also gespoilert nicht, aber gesagt, in die Hände geklatscht und gesagt, jo, die Folge wird geil. Hab's auf Twitter vielleicht gesehen. Für die Leute, die auf Twitter aktiv sind. Wir sind letztes Mal von hier hinten gekommen. So, wo müssen wir hier hin? Wir könnten... Oh Gott, nein! Das ist so krank. Ja. Hä, da ist ein... Ach, guck mal. Das ist ja wie so eine Art Turmdingens. Also, ja, das war... Guck hier, das sieht aus wie so ein Reck. Ach Quatsch, nee, Rex, sondern... Weiß schon, ne? Hier zum Holzsägen. Och nein. Oh, ein Dokument. Oh Gott, das ist immer schön, wenn ich Dokumente finde. Weil da weiß ich, der Raum, wo das Dokument liegt, der ist so gut wie sicher. Und ja, da hilft er mir weiter. Patient Dennis. Oh nein. Ich vermute, das ist der Typ, der uns hier Ratten sind in der Wand angebaut hat. Der Wolfram Antenfurt. Dissoziativer Dennis. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vier von Dennis Persönlichkeiten. Ja, das ist der Typ, das ist da mit den mehreren Persönlichkeiten. Sowie... soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder unmittelbar bevorsteht. Mhm. Ach ja, ich habe heute, weil mir es gerade einfällt, habe ja die Überlegung, ob ich Amnesia weiter aufnehme. Wenn ihr wollt, dass ich Amnesia weiter aufnehme, schon mal unten in die Kommentare schreiben. Und, das kommt hier nach Outlast Whistleblower. Und, da habe ich heute so ein paar, die Parts, die ich aufgenommen habe, ein paar angeguckt. Und da habe ich auch gesehen, wie enorm ich mich da verlesen habe. Aber hier möchte ich mal noch gehen. Wo waren wir stehen geblieben? Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern und dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Was war das? Ich höre irgendwelche lauten Geräusche draußen und dann donnern am Fenster. Nein. Wartet mal kurz. Gut, ich hoffe, ich schneide das raus, wenn nicht. wo waren wir stehen geblieben? Ich gehöre normalerweise zu den Fürsten... Ach, da waren wir ja schon. Im Dennis-Fall scheint es mir eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln. Warte. Da er Symptome von extrem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist, setzen Sie diese Stocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfer. Stocktherapie? Ja. Nach dem Motto Schlittenschellen oder was? Na, schönen Dank. Thank you.
Ach Quatsch, von hier sind wir doch gekommen. Oder? Jetzt verlaufe ich mich schon. So, schieben wir einfach das weg. Ach, guck mal, noch alle Finger da. Das ist ja nämlich ein Outlast, wo Drago zugeschlagen hat. Ja, ich dachte, hier hinten gibt es vielleicht noch was. Wieso müssen wir eigentlich schon an den Wänden lang? Finde ich das irgendwie. Oh nein. Hätte gedacht, das sehen wir den hier vielleicht. Kommen wir noch weiter hoch? Nee. Wir gehen doch durch keine Tür durch, ich bin doch nicht blöd. Wie gesagt, ich bin nicht blöd. Aber überall Türen. Hier sind überall Türen. Gut, gehen wir zuerst durch die da. Ach, die wird zu sein, hä? Ja. Gut, dann ist ja auch noch irgendwo lang, oder? Nö. Ist gedacht. Dann gehen wir hier lang. Zu. Auch gut. Oh, sei ruhig. Das ist ein. Oh Mann, hier brauchen wir aber auch viele Batterien. Batterien. Mal nachladen. Hä? Wo geht's hier weiter? Wenn es überhaupt weiter geht. Nein! Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Wo müssen wir hin? Gott.
Wo weiter? Gott, oh Gott. Wie sind wir hier? Wo sind wir hier? Nein, da geht wieder das Batteriegepiepe los. Notizen? Eine neue Hölle. Ihr habt das gesehen, oder? Frage ist, muss ich das zensieren? Okay, wenn ihr so, das ist eh zu spät. Also ich glaube, ich werde es eher nicht zensieren. Der Körper eines Mannes, verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhen. Es ist etwas, was kein Mensch sein kann, ohne sich in dieser irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller Glaubenschaften, Überzeugungen, und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich. Hast du versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont Kosmoräuspern erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld. Profit. Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Ja, ich denke, unser Herr, wie hieß er? Ups, er hat recht. Keine Ahnung, wie der gerade, tut mir leid. Oh Gott, da ist ein Kind. Was macht der da? Ich hab da nämlich entlaufen sehen. Ach man. Wie lange geht die Folge? Oh, 15 Minuten. Ja, weil es gerade so schön passt, werde ich der Folge jetzt hier ein Ende setzen. Oh Gott, was war denn das für ein komischer Kerl da? Also, oder was war das für ein komisches Vieh, was dort lag? Ich weiß, also es war ein Mensch, das weiß ich schon mal, aber was wurde mit ihm angestellt? Das ist echt mal. Das war krank, da irgendwie Kopf unten. Ich glaube, ich werde das auch nicht zensieren, das gehört einfach zum Spielen zu. Ja, danke Kai trotzdem, dass du mir das schon voraushalt gespoilert hast. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.